450.000 Euro Kaufpreis, 90.000 Euro Eigenkapital, Zinsbindung 10 Jahre, Tilgungsrate 1%. Ihr kennt wahrscheinlich diese Beispiele auf den Immobilienportalen und da habe ich uns heute mal ein Beispiel rausgesucht und zeige euch mal, wie man mit einer kleinen Stellschraube schon sehr, sehr viel Geld sparen kann. Wir rechnen das Ganze mal durch. 450.000 Euro ist der Kaufpreis. Von den 90.000 Euro Eigenkapital müssen wir natürlich erstmal die rund 52.000 Euro Kaufnebenkosten abziehen, also Grunderwerbsteuer, Makler, Provision, Notarkosten und so. Und dann bleiben noch rund 38.000 Euro für die Finanzierung übrig. Das heißt, der Eigenkapitaleinsatz liegt ungefähr bei 7-8%. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel hier, was als bestes Angebot ausgewiesen wird mit den 3,99 und rechnen das Ganze mal nach auf 10 Jahre Zinsbindung. Wir haben einen Effektivzinssatz von 3,99. 412.000 Euro Darlehen müssen aufgenommen werden, also abzüglich der 38.000 Euro Eigenkapitaleinsatz. Und das Ganze mit 1% Tilgung. 1.688,80, also das stimmt hier mit den Zahlen überein. Und wir haben am Ende eine Restschuld von 361.000 Euro. Und wir schauen uns jetzt mal die kalkulatorische Gesamtlaufzeit an bei 1% Tilgung. Klar, wir haben hier noch nicht über das Thema Sondertilgung gesprochen und Anschlusszins bei der Anschlussfinanzierung, aber wir haben hier eine kalkulatorische Laufzeit von 40 Jahren bei 1% Tilgung. Und wenn ihr das Ganze jetzt mal auf 2% Tilgung setzt, dann habt ihr eine Monatsrate von 2032 Euro, also rund 350 Euro mehr im Monat, habt aber dann auch nur eine kalkulatorische Laufzeit von 27 Jahren. Also ihr seht schon, mit ein paar kleinen Stellschrauben kann man schon sehr viel bewirken. Eure Meinung unten in die Kommentare, abonnieren, teilen, speichern.